Ja, guten Morgen. Heute sind wir unterwegs nach Stuttgart und ich hole jetzt gerade Luisa ab. Auf dem Weg dahin. Und ja, eine alte Baustelle, die wir schon ein paar Mal gezeigt haben, wo wir schon gearbeitet haben, oben auf dem Fürst und den Seitenbekleidungen. Ja, ich nehme euch einfach mal mit in den Tag und dann schauen wir mal, was auf uns zukommt. Ja, jetzt sind wir inzwischen angekommen. Da oben ist die Baustelle, die kennt ihr vielleicht noch. Ne? Da sind wir schon mal auf dem Fürst rumgeturnt. Und ja, ein paar Dinge zu improvisieren. Wir müssen noch ein paar Sachen ausgleichen. Fensterbank liefern, der eigentlich nicht geplant war, und ein paar andere Sachen. Heute letzter Anfahrtstag. Also der ganz normale Wahnsinn. Dann nehme ich euch gerade noch mal mit und zeige euch das Haus. Ist noch nicht ganz fertig. Aber ja, sind sie hier schon mal eingezogen. Und ja, mit dieser Lärchenholzfassade eigentlich eine ganz nette Sache geworden. Schaut gut aus, finde ich. Schauen wir mal ein bisschen weiter oben. So sieht das aus hier. Ja, Außenanlagen ging auch schon einiges. Genau. Ja. Genau. Und das sind hier unsere grünen Patina-Präfalzbleche. Die haben wir als Bänder hier. Ja, ich glaube, so insgesamt waren es so 300 Meter von diesen umlaufenden Bändern. Rein zur Optik oder als Geschossband. Ja. Hier sieht man schon was. Ja, der Gärtner war auch schon fleißig. Hier haben wir diese Mammutbäume, auch eine coole Sache. Ja, und auf der anderen Seite viel Stahl, Stahlbalkone. Kehle herzustellen mit einer Ortgang Giebelbekleidung und ich finde eine recht einfache Variante. So, ja, heute war es sau anstrengend. Ich gehe jetzt hier ein Fenster zumachen in der Baustelle. Also es waren so 35 Grad oder 34 Grad, haben sie gesagt. Und ich sitze hier gerade schön auf dem Fürst oder knie hier gerade auf dem Fürst. Wir haben hier eine breite Mehrschichtholzplatte mit 40 mm. Mehrschichtholz und aus dem Grund, weil da drunter noch so ein Seilsicherungssystem montiert ist, das heißt eine durchgehende Schiene links und rechts vom Fürst, an dem sich eingehängt werden kann, dass man hier das Solardach und auch die Dachrinnen später warten kann. Ja, wir haben hier ein nettes Projekt, durften hier einige Laufmeter, Quadratmeter an Blech bereits montieren. Sind gerade an der Fassade dran, dass wir jetzt solche Geschossbänder montieren. Die haben ein Tragprofil aus 1 mm Stahlblech, aus dem Grund, weil das auch aus Brandschutzgründen die Geschosse voneinander trennt.
Und da darf man dann Aluminium simsen und eine schöne Bekleidung noch aus grünem Aluminium auch machen. Aus optischen Gründen soll es dann diese Geschosse dann voneinander trennen, so optisch praktisch einen kleinen Abschluss oder einen umlaufenden Rahmen bieten. Und dann hat man dann noch die ganze Holzfassade drumherum. Also das ist insgesamt ein nettes Projekt. Ich denke, das ist auch spannend, wenn man das sieht, wie das Ganze hier so entsteht. Hey, guten Morgen. Wir haben heute mal wieder einen schönen Tag vor uns und haben ein tolles Material zu verarbeiten. Heute kommt ein bisschen Farbe mit ins Spiel. Wir haben 6.30 Uhr, sind ziemlich früh am Start und es wird wieder ein schöner Tag. Also, jetzt haben wir es geschafft hier, Luisa. Projekt abgeschlossen. Und wie findest du es eigentlich? Sagen wir ehrlich. Was genau? Ja, das Haus, wie gefällt es dir? Also, mir gefällt das Haus nicht. Ich weiß nicht, warum man das jetzt fragt, weil eigentlich habe ich das schon richtig oft erwähnt. So, ganz am Rande. Ja, das finde ich gut. Also, ich finde einfach, mir gefallen halt moderne Häuser einfach nicht. Aber okay. Ich muss echt sagen, von innen ist es total schön gemacht. Die haben so ein, was auch immer das für ein Putz ist, irgendwie vielleicht so ein Kalkputz oder sowas ganz Natürliches und ganz viel Holz mit drin und so, das finde ich total schön. Aber jetzt von außen so die Fassade, wo wir dran waren, das ist ehrlich gesagt jetzt nicht so meins. Ich nutze da jetzt die Holzlamellen. Ja. Also ich finde es ganz schön. Über alte Gebäude irgendwie. Ja. Aber ja. Alles Geschmackssache. Also, was ich auch richtig cool fand hier war, dass die Bauherrin so nett war, anderen habe ich gar nie kennengelernt, aber die Bauherrin, die war regelmäßig da und hat immer nach dem Rechten geschaut, das ist eine ganz nette. Und ja, den Architekt, den kannten wir schon, mit dem haben wir schon andere Projekte zusammen gemacht und das war auch angenehm. Und doch, das war sehr entspannt hier. Ja. Und nett vom Umgang her. Stimmt, und auch so mit den anderen Handwerkern waren zum Teil richtig nette dabei, das hast du ja auch nicht auf jeder Baustelle. Ja. Also das war cool. Und ja, so an sich jetzt, wenn man es im fertigen Zustand sieht, ist es auch nochmal anders. Zwischendrin war ich so, weil mir unser eigenes Material nicht so gefällt, aber jetzt ist schon ganz cool geworden eigentlich. Und wo wir das Blech hingeschraubt haben auf die schwarze Holzfassade, das hat dann schon arg geleuchtet, die grünen Streifen. Ja. Das war schon ein bisschen komisch. Aber jetzt, wenn das Holz so insgesamt dran ist, das Gesamtbild ist eigentlich echt schön, finde ich. Ja, Steinsockel noch, wird das bestimmt echt schön. Ja, das ist schade, dass wir den Steinsockel nicht mehr sehen werden. Ja. Da wäre ich echt neugierig gewesen, wie das wohl wird.